Guten Abend, willkommen zum FCB Total. Am Tag, wo der Machtkampf beim FCB entschieden worden ist, eine außergerichtliche Einigung ist erzielt worden zwischen David Degen und Bernhard Burgener. So kommuniziert der FCB heute. Wer aber gewonnen hat, das ist noch nicht offiziell. Wir reden darüber zusammen mit der Legende Ernie Meissens. Hallo Ernie. Hallo Chris. Steigen wir gerade ein. Keine Gerichtsverhandlung geworden. Es gibt eine Pressekonferenz am 3. Keine offizielle Bestätigung, wer jetzt hier Besitzverhältnis hat. Also, gute Sache ist es einfach, es gibt keinen Rechtsstreit über Monate, oder? Ja, das ist sicher mal das eine, was sicher besser ist, als wenn es einen monatelangen Streit gegeben hätte. Ich finde, man hätte halt das vielleicht früher schon mal in die rechten Wege leiten, dass es gar nicht so weit gekommen wäre, wie das lange Theater, das jetzt war. Und das finde ich ein bisschen schade. Das hat sehr viel Schaden am FCB gebracht. Das ist einfach so. Und wenn man jetzt plötzlich doch außergerichtlich sich einigen kann, wieso hat man vorher nicht über so etwas reden? Wieso hat man vorher nicht anständig können miteinander zusammensitzen? Vor allem, man weiß nicht, wer es denn jetzt gemacht hat, das Rennen. Das stört dich das jetzt bei dieser Kommunikation wieder? Nein, eigentlich stört mich das nicht. Wir werden morgen sehen, wie es aussieht, wer was macht. Sonst hätten sie das heute einfach können kommunizieren. Aber vielleicht müssen sie da noch ein paar Sachen noch ein bisschen regeln oder so. Wer es schlussendlich gemacht hat. Oder vielleicht gibt es auch irgendeine Konstellation miteinander irgendwie. Das kann man auch nicht ausschließen. Wir sind ja da nie vor Überraschungen sicher. Aber ich bin gespannt. Ich warte jetzt mal auf morgen. Da gibt es verschiedene Szenarien. Heute ist mal ein Gerücht umgegangen, dass der Bernhard Burgener sich zurückziehen würde. Der Blick hat unter anderem das gesagt. Was denkst du? Also, es waren ja konstruktive Gespräche gewesen, scheinbar. Man hat sich über Tage, Wochen hat man sich getroffen, hat man sich scheinbar auch angenöchert. Was wäre für dich die optimale Lösung? Zusammen oder muss einer gehen? Also ich glaube, die optimale Lösung wäre im Prinzip schon zusammen. Es kommt aber immer darauf an, wie weit ist man schon verstritten oder wie weit hat man sich verstritten. Was ist man in Zukunft bereit, einander entgegenzukommen? Was gibt der Degen für eine Macht, sage ich jetzt einmal? Was gibt er für Befugnis in diesem Verein, zum Mitentscheiden? Es geht ja nur dann miteinander, wenn jeder auch ein bisschen etwas zu sagen hat. Oder? Und wie gesagt, ich bin gespannt, was morgen rauskommt. Ich habe wirklich keine Ahnung und ich lasse mich da überraschen. Reden wir gerade darüber, entweder oder. Eben der David Degen, wenn er es macht, ist natürlich immer noch im Raum die Frage von der Transparenz. Wo ist das Geld her? Wer steht hinter ihm? Das sind natürlich alles so Sachen, die man dann öffentlich machen muss. Ja, ich denke auch, dass er da gewisse Sachen wird und kann öffentlich machen. Bis jetzt hätte ich alle gar nicht recht dürfen. Und ich bin natürlich schon auch der Meinung, dass wenn er es wirklich übernimmt, dann hätte er schon etwas hinter sich. Ich meine, der Bernhard Burgener wird das nicht abgeben, einfach so, weil er denkt, ja komm, dann gib ihm es halt. Oder? Dann ist da schon etwas dahinter und es muss auch etwas dahinter sein. Und der David wird dann sicher schauen, dass er die guten Leute um sich hat, ob sie jetzt im Sport sportlichen Bereich ist oder auch sonst im Vorstand, weil so wie es bis jetzt war, ist es nicht optimal gewesen, das muss man einfach sehen. Und so kann man auch nicht weitermachen. Aber das Chaos wird er auch nicht einfach so können wegwischen auf einem Ruck, oder doch? Nein, das glaube ich nicht. Und das sind ja sicher auch noch gewisse Verträge, die laufen, die man auch nicht von heute auf morgen kann ändern kann. Ich hoffe, dass es, wenn schon, dann auch ein bisschen Änderungen gibt, wenn er das übernehmen kann. Aber er wird nicht können kommen und von einem Tag auf den anderen alles über den Haufen schlagen. Das wird er sicher nicht können. Aber wie gesagt, zuerst muss man mal abwarten, was morgen rauskommt. Und dann kann man dann darüber reden, wie man was soll ändern oder in die Hände nehmen. Also David Degen war auch der Favorit der Fans. Fans, die ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern total eskaliert sind, auch in der Art und Weise, wie sie ihrem Frust Ausdruck verliehen haben. Das war immer so ein bisschen die Angst gewesen. Oder ist immer noch die Angst, solange wir es nicht wissen, was passiert, wenn der Bernhard Burgener an der Macht bleibt, wie es auf dieser Ebene
rauskäme. Also fantechnisch könnte ja einen Tag die Sache wieder ein bisschen oben abholen. Ja, ich denke, wenn es halt der Burgener weiterhin an der Führung bleibt, dann haben sie sich auch dementsprechend ausgesprochen. Und dann habe ich das Gefühl, kann der Tage auch mehr Einfluss nehmen. Das wird auch die Fans ein bisschen beruhigen. Und dann muss man dann schauen, in was für Form oder wie man das weiterführt. Das ist eben schwierig zu mir zu beurteilen, wenn du nicht weisst, was geht. Aber der Fan erwartet schon so oder so ein bisschen Ende im Ganzen, oder? Und jetzt bin ich gespannt, was morgen da abgeht. Machen wir die Brücke zum Sportlichen. Wir warten ja eigentlich schon seit längerem auf Vertragsverlängerung von Patrick Rahmen. Hast du das Gefühl, das hat auch ein bisschen mit der Ungewissheit zu tun gehabt, die jetzt hier oben durchgelaufen ist? Ja, ich denke schon, dass wenn das nicht gewesen wäre, dass man vielleicht früher schon mal gesagt hat, weißt du was, wir machen mit Patrick weiter. Vielleicht hat man auch gesagt, man wartet jetzt noch zwei, drei Spiele ab, wie sich das entwickelt. Und ja, bis auf den Match von gestern hat ja alles wirklich richtig auch gut ausgesehen. Und man hat eigentlich bis dann eigentlich keinen Grund gehabt, zum etwas zu ändern. Das ist ja so. Aber im Fußball geht es halt manchmal schnell und das kann von einem Tag auf den anderen manchmal ändern. Ist das gescheit jetzt morgen? Also klar, rein von der Zeit her, morgen wäre die Gerichtsverhandlung gewesen. Morgen muss man kommunizieren. 5 Stunden vor dem Match gegen Lugano, geht das spurlos an der Mannschaft vorbei? Ich denke mal so, das muss spurlos an der Mannschaft vorbeigehen, weil sie sind immer noch Zweiter zum Glück. Punktgleich mit Servette. Sie können sich daheim jetzt gegen Lugano musst einfach gewinnen. Da kannst du dir keinen Punktverlust erlauben. Und da darfst du aber auch nicht als Ausrede nehmen, ja, wir haben nicht so recht gewusst, was geht, was passiert. Und so, das weiss man schon seit Wochen nicht genau, was los ist und was passiert. Und darum, die Mannschaft, Trainerstab, alle, die sind fokussiert auf das Spiel. Das wird die nicht so tangieren, habe ich das Gefühl. Ja, der FCB hat Glück im Unglück gehabt, muss man sagen. Gegen den neuen und alten Meister konnte man lange mitheben, aber am Ende waren es Kleinigkeiten, die den Match entschieden haben. Aber eben, wie man schon so schön sagt, Pech und Glück liegen noch beieinander. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe mit dem Meister. Vor allem in der ersten Halbzeit kann der FCB gut mitspielen. Vorne versucht er immer wieder Nudelstich zu setzen. Und hinten lässt er bis auf den Pfostenschuss kurz vor der Pause nicht viel zu. Das war sehr gut von uns. Und in der zweiten Halbzeit ist es ärgerlich, dass wir uns mit 1-2 Minuten im Spiel selbst um unsere Mühen und um unseren Aufwand selbst bringen. Dann wendet sich das Blatt. IB kommt besser aus der Pause. Die Basler können sich nicht aus der Druckphase befreien. Die logische Folge: Der FCB kassiert das Gegengoal und hat dabei viel Pech. Schade ist für mich, dass man das erste Gegengoal ist. Ja, so ein bisschen ein Zufallsprodukt war. Und dann nachher eine Minute drauf geht, wo wir uns ja, eigentlich immer vornehmen, wenn wir ein Goal schießen oder eins bekommen, dass wir wieder konzentriert sind und nicht zulassen. Leider haben wir das dann auch nicht können, besser machen in diesem Moment. Die tragische Figur, der erst 19-jährige Matias Palacios, der den Ball nach dem Anspiel gerade wieder verliert. Innerhalb von wenigen Sekunden geht der FCB den Match aus der Hand. Es kann passieren, Fehler passieren immer. Wir sind auch noch Menschen. Und wir haben den Matti versucht aufzumuntern. Ich finde, er hat eine super Spielzeit gehabt. Im Zentrum auf der Nummer 10, super Bewegung, super am Ball. Ich glaube, er hat seine Qualität gezeigt. Der Frust bei den Spielern nach dem Abpfiff ist zwar da, hält sich aber auch in Grenzen. Natürlich hätten wir heute versucht oder hätten wir hier gerne gepunktet, das ist klar. Fakt ist aber auch, dass es ganz schnell wieder weitergeht. Ein Tag nach dem Match dürfte der Frust dann schon wieder ganz verschwunden sein. Denn auch Servette, wo der FCB vom zweiten Platz hat können verdrängen, verliert das Spiel und bleibt hinter den Basler. Glück für den FCB, denn damit hat er in den letzten 3 Meisterschaftsrunden das Erreichen vom zweiten Platz wieder in der eigenen Hand. Ja, Ernie, mit einem blauen Auge davor kommen beim Meister.
Ja, nur weil Servette halt nicht gewonnen hat. Das muss man einfach sehen. Wenn die auch ein bisschen konstanter würden spielen, dann wären wir da schon weit vom zweiten Platz weg. Das muss man einfach sehen. Das sind Tatsachen. Der Match an und für sich in Bern, erste Hälfte, war okay gewesen, sage ich jetzt einmal. Sehr wenige Goalchancen hat es gegeben auf beiden Seiten. Jeder hat seine grosse Chance gehabt. Sehr intensives Spiel gewesen, das ist so. Man hat gekämpft, man hat gemacht. Aber in der zweiten Hälfte hast du ganz klar gesehen, wo IB schnell zwei, drei Gänge aufgeschaltet hat, ist natürlich gar nichts mehr gegangen. Und dort hat man einfach wieder den Qualitätsunterschied von diesen zwei Mannschaften. Das hat man einfach gesehen. IB hat das Spiel gemacht, IB hat das Spiel im Griff gehabt, hat halt auch, ich sage jetzt halt, danken wir ein bisschen Zufallgoal, aber wenn man nicht probiert, gibt es auch nie eins. Es gibt viele Goal, die auch mit viel Glück reingehen. Und dann ein katastrophaler Fehler von Palacios. Da muss man halt auch noch lernen, dass es Situationen gibt, wo man halt den Ball muss spielen muss, wo man nicht handeln. Und das ist ein Lernprozess, den man auch durchmachen muss. Und man verliert ja halt auch, weil man Fehler macht, weil vielleicht der eine ein bisschen zu wenig nahe beim Gegenspieler steht und der zum Ball kommt mit einer direkt am Namen. Oder eben der Ball verliert, weil man handelt oder das Gefühl hat, ich spiele den jetzt nicht, ich verteidige den. Und darum, es war okay gewesen, sage ich jetzt, aber man hat schon gesehen, wenn IB ein bisschen Gas gibt, ist der FCB ist noch nicht in der Nähe von IB. Das ist eine Tatsache, das kann man nicht weglegen. Hast du das Gefühl, im Gegensatz zu letztlich, ich meine, punktetechnisch ist es ja brutal, wir schauen nachher gerade drauf, aber ist die Schere noch weiter aufgegangen? Sie ist auf jeden Fall nicht kleiner geworden. Das garantiert nicht. Sie wäre vielleicht ein bisschen kleiner geworden, wenn man früher einmal etwas geändert hat, dass sie so gespielt haben, wie sie jetzt in den letzten Spielen spielen. Dann kann man sich auch immer mehr steigern. Man kriegt mehr Selbstvertrauen und. Man hat mit dem zu lange gewartet. Und ich meine, wenn 28 Punkte hinter IB bist, dann ist auch für IB schwer, gut eingestellt in so ein Spiel zu gehen und voll motiviert zu sein. Wenn du schon Meister bist, hast 28 Punkte Vorsprung. Klar, es geht ums Prestige und in der zweiten Hälfte, die werden in der Halbzeit auch ein bisschen über den Match geredet haben und gewisse Sachen wollen verbessern haben. Und da hast du gemerkt, die haben einen Gang aufgeschaltet, zwei Gänge aufgeschaltet und dann ist nach vorne. Der FCB ist fast zu keinen Angriff mehr gekommen und das war ein riesen Unterschied gewesen. Das ist ein bisschen die Spielart, die der FCB vor 5, 6, 7 Jahren hatte, wo man manchmal denkt, ja, go, für heute ist aber nicht gerade so gut. Und so, dann haben sie mal aufgedrillt und dann hat es gekachelt. Ja. Schauen wir auf die Tabelle. Drei Spieltage vor Schluss. Der FCB ist immer noch dank der Genfer auf Rang 2 punktgleich. Dahinter der FC Luzern mit 45 Punkten. Und ja, dann, ich gehe davon aus, es wird sich zwischen dem FCB und Servette entscheiden, Ernie. Ja, das denke ich schon. Auch Luzern dürfen wir jetzt nicht einfach nur so abschreiben, weil die haben natürlich jetzt auch ein Hoch. Die sind von relativ weit hinten wieder nach vorne gekommen. Die haben Selbstvertrauen wieder. Die haben eine gute Moral in der Mannschaft. Also, da dürfen wir sowieso keinen unterschätzen, weil so souverän spielt der FCB nicht, dass der sich irgendwie erlauben kann, gegen irgendeinen Gegner zu denken, ja, dann nehmen wir jetzt mal so ein bisschen Lock und die haben wir dann im Sack. Schauen wir mal aufs Restprogramm, nicht nur vom FCB, sondern auch von Servette Genf. Der FCB spielt jetzt noch zweimal daheim, am Dienstag gegen Lugano und am Samstag gegen Zürich und dann am letzten Tag in Sion. Und Servette zwei Heimspiele, einmal gegen Lausanne, einmal gegen St. Gallen und auswärts bei Vaduz. Also gegen Lugano hat man die ganze Saison Mühe gehabt, gegen Zürich hat man dreimal verloren und in Sion wird es wahrscheinlich noch gegen den Abstieg gehen für die Walliser. Ja, ich denke, vor allem das Spiel in Sion wird sehr, sehr schwierig werden. Die haben es jetzt auch geschmeckt. Die haben im Warheim, der wieder trifft und das gibt Selbstvertrauen. Die sind ja fast schon wieder ein bisschen abgeschlagen gewesen, nachdem Vaduz auch gewonnen hat. Die leben wieder. Dort unten war sowieso immer schwierig gewesen. Und gut, ich denke jetzt Lugano, die musst du einfach gewinnen. Die sind auch als Mannschaft nicht so gut momentan drauf. Und Zürich, also
Also Entschuldigung, der Klassiker, wenn du nicht genug motiviert bist, dann weiss ich nicht. Und auch die sind eigentlich ein bisschen in einer Negativserie. Also, du, das haben wir schon mal gesagt. Ja, ich sage ja, unterschätzen kannst du keinen. Das ist einfach so. Gegen Zürich sollte schon allein motiviert sein, weil es Zürich ist. Das ist einfach so. Und Lugano, die musst du einfach schlagen, weil die nicht so eine gute Mannschaft haben. Da musst du Vollgas geben. Und in Sion, da musst du parat sein, weil dort könnte es nicht darum gehen, ob die um die Relegation absteigen oder sogar sich könnten rausmischen dort hinten. Was sagst du zu St. Gallen? St. Gallen ist für mich eigentlich die grosse Überraschung dieser Saison, dass sie nicht werden vorne mitspielen wie das vorletzte Jahr. Das habe ich schon gedacht. Da haben sie zu viel, zwei gute Stürmer verloren mit Mitte und so. Aber dass die gerade so extrem jetzt ins Strudel kommen, hätte ich nicht gedacht. Dort fehlt halt auch vielleicht ein bisschen die Begeisterung, die sie das vorletzte Jahr hatten, wo viele Junge, und das ist plötzlich gelaufen, und dann musst du als Trainer fast auch nicht mehr so viel dazu machen. Die sind auf dem Platz und sind einfach 90 Minuten gesegelt, haben eigentlich auch keine Vorgaben gehabt und jetzt haben sie doch langsam gemerkt, oh, wir rutschen immer ein bisschen weiter zurück, es wird langsam nach hinten gefährlich, und das tut natürlich jede Mannschaft verunsichern, man sieht anhand von St. Gallen, die letztes Jahr für Furore gesorgt haben, wie schnell es eben gehen kann. Und plötzlich bist du im Abstiegsstrudel. Schnell gegangen ist auch im Wankdorf am Samstag. Wir schauen uns schnell die zwei Goal an. Sie sind ja innerhalb von Sekunden sind's gefallen. Das 1-0 durch den Christian Fasnacht in der 71. Minute. Ernie. Ja, wie gesagt, Spieler ist eine hervorragende Mannschaft, das ist einfach so. Und dann kommt die Flanke auch auf den zweiten Pfosten, das ist gewollt. Und da ist halt der Pedretta halt der Schritt zweiter Weg, sonst kommt der Fasnacht, darfst du mit dem Fuss eigentlich gar nicht mehr drankommen. Das ist, dann passt es halt. Und noch trifft er nicht voll und er trifft eigentlich genauso, wie er muss mit reingehen. Passiert nicht jedes Mal, aber das ist immer der Glück vom Meister. Genau. Ja, am Schluss gut ausgesehen. Ich glaube, er war selber ein bisschen überrascht, wie er dann gegangen ist. Ja, natürlich. Und dann nur Sekunden später ist es der Christopher Martins nach eben einem bösen Ballverlust von Matias Palacios. Wir sind hier gerade angespielt, Ernie, und dann... Ja, da weiss ich irgendwie im Moment dann nicht, was machen. Dann hat das Gefühl, komm, ich behalte jetzt den Ball, ich gebe jetzt den nicht sofort. Und eben, das darfst du halt nicht. Schauen, da sind vier Stück, die ihn bedrängen und machen. Da darfst du einfach den Ball nicht verlieren. Das ist wie ein Eigengoal. Mhm. Und darum, da muss er halt vielleicht auch ein bisschen noch lernen. Er ist halt noch jung und er denkt, er kann damit einer Finte etwas machen. Aber... Ja, die gehen voll drauf und da ist einfach keine Chance mehr. Ja, Spiel verloren. Und der Matias Palacios hat dann den Fehler auch sehr, sag ich mal, persönlich genommen. Er ist ja auch, man sieht es hier, er ist ja dann ausgewechselt worden, hat auch gebrüllt auf der Tribüne, oder? Das ist halt, also... Ja, dass er nicht froh ist, dass er den Fehler gemacht hat, ist klar. Er wird so einen sehr wahrscheinlich so schnell auch nicht mehr machen. Dass er ausgewechselt wurde, ist okay. Da hat ihn der Patty auch ein bisschen geschützt, weil ich habe das Gefühl, wenn er weitergespielt hat, das hat nicht mehr gut ausgesehen. Aber wie gesagt, er muss aus so Fehlern muss man lernen. Aber bis dahin ist er ja nicht schlecht gewesen. Bis dahin ist er sogar mir gefällt im letzten Spiel sehr gut. Und bis dahin ist er auch gut gewesen, muss ich sagen. Vielleicht ist er schon ein bisschen zu nonchalant geworden, weil es ihm zu gut gelaufen ist. Da hat er gelernt, dass das eben nicht immer einfach so einfach so geht. Und wie gesagt, wenn er seine rechten Lehren daraus zieht, dann ist das abgehockt irgendwann. Aber das Potenzial ist ersichtlich von als Spiel machen, oder? Seit dem letzten Spiel im Jockeli, wo er gespielt hat, die Halbzeit, muss ich sagen, dort habe ich das erste Mal gesehen, Palacios, wo ich auch gedacht habe, du doch, der kann etwas. Vorher hat man nie so irgendetwas richtig Gutes gesehen. Dort hat man gemerkt, der kann shooten, der ist doch, da ist etwas da, was sehr gut ist, und auch da jetzt, bis zu diesem Fehler, ist das alles okay gewesen. Einer, der total unter dem Radar geflogen ist und plötzlich wieder im Wankdorf gespielt hat, ist Albion Haidari für den verletzten Tim Klose. Der ist eigentlich lang. Das Vorzeiten dann mal eine Zeit lang am Anfang gebracht, aber dann ist er auch lang unter dem Radar geflogen wieder.
Ja, hat mich auch ein überrascht. Als ich die Ausstellung sah, habe ich gesagt, oh, jetzt haben sie den Heidari wieder mal ausgegraben. Weil das war ja eine komische Sache. Einmal gespielt, dann lange nicht mehr, dann plötzlich wieder gespielt und dann hat man wieder überhaupt nichts gehört von... Er wird sich im Training sehr wahrscheinlich auch aufgedrängt gehabt und man hat aber auch im Spiel gesehen, der Tschömert und er miteinander. Das war eine kleine Macht, lange dort. Das hat richtig funktioniert. Also ein 17-Jähriger, weißt du? Also, ja, eben. Ja. So jung und so abgedroschen und mit dem Tschömert. Ich habe auch das Gefühl, der Tschömert war viel besser als auch schon. Auch in diesem Spiel jetzt. Und das hat irgendwie wirklich richtig gut gepasst. Hat er auch Verantwortung übernommen, die Klose oder und die Junge? Ja, ich denke auch und das hat gepasst. Ich sage jetzt, der Heidari hat immer die Löcher gestopft, er immer. Es hat aber auch keine grossen Löcher gegeben, durch das. Der Tschömert hat können dirigieren, vielleicht, wie er wollte. Und durch das hat das wunderbar funktioniert. Es ist ja die grosse Diskussion, Tim Klose, ja oder nein im Sommer. Also, ich meine, der Albion Heidari ist erst 17, aber wäre ja eine Alternative, oder? Das ist auf jeden Fall eine Alternative und das ist ja nicht die einzige. Ich meine, Tim Klose, ganz ein toller Typ, sehr anständig, finde einen ganz tollen Typ und so. Aber wenn der FCB wieder will nach vorne kommen, an die Spitze kommen, spezielle Leistungen können bringen und so. Ich denke, am Klose, seine Zeit ist halt leider einfach abgelaufen und mit seinem Kreuzbandriss, den er hatte, das wird auch nicht besser. Und man hat ja viel mal gesehen, wenn der Raum ein bisschen offen ist, dann längt es ihm nicht mehr. Ja, ist ein Basler alles gut und recht, aber irgendwann ist jedem seine Karriere halt einmal um. Und ich denke nicht, dass es angebracht wäre, ihn jetzt zu übernehmen. Zumal es ja noch Haufen Geld kosten. Das ist richtig. Ernie, merci vielmals. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann mit Fabian Frey, hier im Studio. Der Mann, der dich vielleicht bald holt, spielentechnisch. Der will mich auf einmal holen. Und ja, noch ein Hinweis in eigener Sache. Morgen von 15 Uhr live auf telebase.ch im Stream eben die Pressekonferenz mit Bernhard Burgen und David Degen. Dann werden wir wissen, was läuft. Und dann so auf die halbe Linie spielt der FCB gegen Lugano Mioccoli. Auch diesen Match können Sie online bei uns mitverfolgen. Danke für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend.